Lass uns los, ja? Ja. Kochen wir was? Wir kochen jetzt was. Was appetitlich heute, ja? Kochen was? Was kocht ihr heute? Hm? Was kochen wir heute? Wir kochen heute eigentlich umgekippte Topf und das der Name umgekippt, weil man am Ende kippt die ganze Topf auf einem Blatt so und da muss es stehen wie ein Kuchen. Dieser umgekippte Topf eigentlich besteht von Reis und Gemüse. Und da kann man auch mit Fleisch machen. Das heißt, für Vegetarier und für Fleischfresser, die lieben Fleisch zu essen. Und deswegen haben wir vorher vorbereitet eine Suppe, diese eine Hühnersuppe. Ja? Und das ist, was hast du vorbereitet? Ich habe eine vegetarische Gemüsesuppe vorbereitet. Sehr wichtig bei der Suppe, das muss die Suppe sehr, sehr stark sein. Kräftig, weil, ja. Kräftig. Salzig, weil, scharf. Ja, das ist halt, weil der Reis halt nachher, wenn es so dünn, dann der Reis schmeckt wie Wasser. Weißt du, das hat keinen Geschmack. Deswegen muss man eigentlich sehr, sehr kräftige Suppe machen. Das heißt, Fleisch muss man braten mit ein bisschen Zwiebel und Knoblauch. Und dann nachher lässt man mit Wasser kochen auf nicht so heißes Wasser. Bis es heiß, bis es kocht und dann nachher leise, ganz leise und dann wartet man lange Zeit, bis es richtig kräftig wird. Mit leise meinst du wenig? Wenig Hitze. Ah, okay. Hier, wir brauchen Reis. Ah ja, genau. Reis und dann brauchen wir verschiedene Sorten von Gemüse, kann man jeder einfach benutzen, die Gemüse, die man mag eigentlich. Genau, kann man. Aber ich bevorzuge immer Aubergine, Blumenkohl. Sie sind sehr wichtig, weil sie geben einen starken Geschmack für diesen Topf. Und da muss man halt vorher entweder braten in Öl, da muss man nicht richtig kochen, ne? Halb gekocht, oder im Ofen, für die Leute, die mögen nicht so viel Fett. Ne? Da kann man braten einfach im Ofen mit ein bisschen Öl, und damit es, wenn die Farbe ein bisschen rötlicher, da sieht einfach besser aus am Ende. Da hat er recht. Ah, Mützen. Mützen. Das sehe ich. Ich habe ein bisschen großen Kopf. Hm? Großen Kopf. Ah, passt nicht. Das ist deutsche Mütze. Halt, ja. Ja, wir sind gerne engstirnig. Jetzt daher. Leeren wir die Suppe in einem. Weil wir brauchen die Topf. Vorbereiten, ja, okay. Vorbereitung. Ich fange mal an. Ja, genau. Kannst du das hier machen? Hände weg am besten. Ist heiß. Lernen. Das ist die Fleischsuppe, die da reinpasst. Naja. Mal hoch. Alles gleich voll. Noch ein anderer Topf brauchen wir. Okay. Form schön. Und das Hähnchen schmeißt du dann auch weg, oder? Nein. Schade, schade. Okay. Okay, super. Und jetzt? Ja, kannst du hier werden. Mit der Soße? Das Fleisch. So. Super. Und das Fleisch. Wir holen auch die Gemüse, weil wir brauchen das. Ja. Und diese Topf. Muss man ehrlich sagen, da kann man nicht kochen für eine Person. Da muss man für mindestens 4 Personen, das minimal, was man machen kann. Weil das ist halt, braucht man ein bisschen viel Reis, weil es besteht von verschiedenen Schichten, deswegen nimmt viel Volumen. Okay. Deswegen muss man mindestens für 4 Personen. Aber kann man auch für 10 Personen, wenn man einen größeren Topf hat. Aber können wir das später sehen? Ja, genau, das gibt es mehr. Ja, die waren fast halbe Stunde im Ofen, muss man nicht richtig kochen, eigentlich nur, es geht darum, dass man ein bisschen rötlicher machen, das ist rot, weil es sieht einfach appetitlicher später. Also so, es sollte leicht durch sein, innen knackig genau. Quasi. Okay. Ja, genau. Ja, so. Prima. Ja.
Wir haben heute benutzt eigentlich Blumenkohl, Aubergine, Karotten, Paprika. Jeder kann benutzen, was man will eigentlich. Jetzt wir haben Suppe, wir haben Hähnchen, wir haben die Gemüse und wir haben ein bisschen paar Tomaten vorbereitet. Wir brauchen das jetzt, wenn wir den Topf zusammenstellen. Okay, dann brate ich mal ganz kurz noch das Seitan an. Und dazu braucht man... Was trinken wir jetzt damit? Ah, gute Frage, Hossam. Es steht im Angebot Wasser, Apfelschorle, Rotwein, Weißwein, Exportbier, ich bin Ausländer, kannst du das lesen? Belgisches Bier, das ist, Most. Ja. Denkst du, das ist falsch geschrieben oder richtig? Nee, du Belgisches kannst du nicht richtig lesen. Ah, das kenne ich nicht. Dann, was willst du trinken? Ja, ich trinke das gleiche wie du. Ich hoffe mal, du trinkst kein belgisches Bier. Ja, dann trinken wir halt... Ein Wein vielleicht? Wein, ja. Ah, ja, passt, okay. Ja. Passt. Ja. Okay, ich mache hier so lange Seitan als kleinen Fleischersatz bzw. Eiweißlieferant auf Pfanne. Das kann man so ein bisschen klein reißen und dann einfach anbraten. Das ist für dein vegetarisches Topf, oder? Genau. Ja, das ist so sozusagen alternativ für Fleisch, oder? Jo. Ja. Und was willst du damit machen jetzt? Das brate ich jetzt an. Bisschen, haben wir noch Sonnenblumenöl? Was willst du? Öl. Öl, ja. Normales Öl? Ja, oder benutzt du ganz einfach Olivenöl? Ich nehme das, nehm so normales. Brauchst du da nochmal von oder kann ich es voll nehmen? Brauche ich nicht. Nehme ich voll. Okay. Ah, Eva hat für uns geile Wein gebracht, ey. Hallo? Das ist Dornfelder. Und das ist so. LO 9,5. Ja, dann holen wir ein paar Gläser zuerst und dann trinken wir das. Dann gehe ich so lange Hände waschen. Das A und O der deutschen Küche ist ja Handhygiene. Ja, die Aber warum heißt das denn? Wie heißt das denn zum Beispiel auf Arabisch, das ganze Ding hier? Umgekippte. Topf, also die haben das aus dem Deutschen quasi eins zu eins übernommen. Genau. Ja. Maglube heißt das. Maglube. Maglube, das heißt umgekippte, weil man kippt die ganze Topf am Ende, wie ich gesagt habe, so wie ein Kuchen muss stehen. Und? Das ist sehr bekanntes Essen eigentlich in sag mal so, in Palästina, Libanon. Syrien. Ja. Ne? Und das ist am meisten populär. Die Leute essen das oft. Es ist nicht für besondere Angelegenheit. Das ist, kann also wenn quasi der Mann nach tagelang Steine werfen nach Hause kommt, so, dann gibt es erstmal da braucht eine schöne... ein bisschen Energie. Ja. Also, und das ist voll mit Energie. Okay, ja, sehr gut. Ja. Okay, jetzt brauchen wir den Topf. Ein bisschen Olivenöl. Da braucht man nicht den Topf sauber zu machen. Es ist ein bisschen nur unten Zwiebel und Gewürze und das ist okay. Sollen wir das parallel machen einfach? Dann muss man nicht so viel reden. Und machen wir die beiden Töpfe zusammen? Ja. Okay, das macht so. Bisschen Olivenöl und damit es nicht brennt. Und dann vielleicht mal zwischendurch auch. Vielen Dank. Cheers. Cheers. Ja, das ist gut. Ja. Jetzt los. Jetzt haben wir Tomaten geschält. Ja, geschnitten, Entschuldigung. Brauchen wir da noch mehr? Soll ich noch ein paar schneiden? Nein, das reicht vollkommen. Da legen wir diese Scheiben unten in den Topf. Aha. So. Mach ich auch. Ja, machst du auch genau das Gleiche. Ich nehme mal noch so ein bisschen. Ja. Brauchst du noch? Kannst du auch hier noch mehr legen. Und das. Und das brauchen wir ein bisschen Zimt für Aroma, aber muss man nicht übertreiben. Ja? Ganz, ganz leicht wenig. Okay. Geht weiter. Auf jeder Scheibe Tomate muss man ein bisschen darauf. Oh. So. Und hier auch. Ja. Jetzt brauchen wir ein bisschen Reis.
Hier streuen wir ein bisschen Reis da unten. Ja, genau. Muss man nicht so viel, David. Okay. Ja, okay. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Gemüse. Mir lieber einfach so oder ein bisschen die. Mach mal so. Und dann können wir mischen verschiedene Sorten. So ungefähr? Ja, kannst du noch mehr machen, noch wenn mehr. Du magst. Und jetzt machen wir ein bisschen Reis drauf. Ein klein bisschen. Nochmal Reis. Ja, ein bisschen Reis. Ja, genau. Das macht man ein bisschen. Hast du eigentlich auch die Hände gewaschen vorher? Ja, schon, natürlich. Okay. Jetzt mach mal so am Fleisch. Wo ist das Fleisch? Das ist da. Ja. Bei dir kannst du, was willst du hier? Diese Pseudo-Fleisch? Ja, das brät noch so ein bisschen. Moment. Ja. Das Fleisch, das Hähnchenfleisch muss man aber klein machen, weißt du, weil sonst werden die groben groß und dann hält nicht am Ende wie ein Kuchen, weil du musst ein bisschen alles fein machen, wenn man schneidet. Einfach drauf. Okay, hier könnte man ja auch, genau. Schafskäse eine Schicht reinmachen oder sowas. Wie du, wenn du magst, einfach wenn für vegetarisch ein bisschen Käse zu machen, kannst du machen. Es reicht vollkommen. Okay. Ein bisschen Reis. So. Reicht vollkommen jetzt. Also immer nur so ganz hauch. Ja, genau. Nicht so viel, sonst wird der Reis zu viel. Einfach. Okay. Jetzt Aubergine haben wir nicht benutzt. Sehr wichtig, okay. Dass du benutzen ein. Also einfach eine Handvoll drauf. Mehr. Ja. Aubergine. Was ist mit Tomaten nochmal drauf? Tomaten haben wir unten. Okay, die reichen dann auch. Genau, falls es brennt unten, weißt du? Ah, okay. Weil die Tomaten spenden Saft. Flüssigkeit und Saft, damit der Reis nicht brennt unten, weißt du? Das ist ja interessant. Ja. Kartoffeln könnte man auch reinmachen? Kann man Kartoffeln auch braten und kann man benutzen, auch Kartoffeln. Jede Art von Gemüse ist schon richtig, also was man mag halt. Kann man auch, wenn man zu viel Gemüse zu Hause und die werden kaputt, bevor sie kaputt gehen, kann man die ganze Gemüse benutzen. Also, jetzt benutzen wir den Rest von Reis darauf. Okay, jetzt gib mir die Suppe, die Hähnchensuppe. Und einfach gießen für die ganze Suppe, bis es muss eigentlich. Sehr gut. Falls fehlt die Suppe, weil wir brauchen ein bisschen mehr. Ist auch noch? Ja, genau. Muss eigentlich die Suppe über der ein bisschen zudecken, ne? Der Reis. Okay. Ja? Weil wenn es wenig Suppe, dann wird verbrannt der Reis. Aber lieber einfach, wenn es einfach über der Reis steht, ein bisschen die Suppe. Ja, genau. Super. Okay. Dann so reindrücken oder was? Nicht zu viel drücken, damit es luftig bleibt. Das ist okay. Und jetzt alles, wir werden auf dem Herd nehmen. Genau, auf dem Herd, so. Legen wir auf dem Herd, so. Und dann schalten wir hoch. Also, kannst du mit? So. Genau wie beim normalen Reiskochen. Ne? Okay. Schalten wir ganz hoch. Und wenn es anfängt zu kochen, dann muss man die Feuer ein bisschen runterschalten, weißt du? So, okay. Genau, ja. Das sehen wir dann. Und dann zudecken. Zudecken. Genau. Und wie lange muss es dann so, wenn es kocht, kochen? Ja, muss man warten, bis der Reis trocken ist. Weißt du? Weil es ist jetzt flüssig. Ach, bis die Flüssigkeit komplett genau weg ist. Und wenn die nicht ganz weggeht, ableeren, oder? Nein. Die geht weg? Nein, Hauptsache du bleibst einfach mit
ganz leise Feuer, weil wenn es so hoch, dann wird der Reis verbrannt und dämpft so schnell und dann der Reis wird verbrannt. Lieber am Anfang, wir warten, es ist ganz hoch, das Feuer jetzt vor 9 oder je nachdem, wie viel man Hitze hat. Also volle Pulle halt? Volle Pulle, bis es richtig kocht. Ja? Okay. Und wenn es anfängt zu kochen, dann schaltet man die gesamte... Super, ich verstanden. Ja, genau. So. Oh Mann, ich habe doch gesagt, das ist mein Kopf so groß und das hält mich an meinem Kopf. Super, jetzt trinken wir ein bisschen und dann muss man halt, vielleicht dauert eine Stunde oder sowas. Ja? Okay. Mhm. Okay. Aber muss man nicht eilen. Ja? Reis kochen muss man einfach mit ganz, am Ende muss die Feuer total runtergeschaltet, weil dann dämpft langsam und der Reis wird durchgekocht. Weißt du? Tschüss. Ein wahres Wort. Und warten wir halt bis jetzt. Okay, dann stehen wir jetzt mal rum. So, jetzt, liebes Publikum. Jetzt bis den Topf durchgekocht. Weiter. Wir müssen ein bisschen aufräumen und dann müssen wir jetzt vorbereiten Salat. Okay, aber weißt du was? Mit diesem Topf. Ich schmeiße es jetzt doch trotzdem noch voll rein, so, weil was soll man sonst mitmachen? David ist sehr Schwabe, also sehr sparsam. Da eigentlich komme ich ja aus Baden. Aus Baden. Da benutzt man, da will er nicht irgendwas wegschmeißen oder auf die Seite legen, da will alles benutzen natürlich. Und manchmal, wenn man zu viele Sachen benutzt, weil es kann sein für die Optik und dann nachher für der Reis wird nicht durch. Okay. Dann ist so viel gedruckt und weil man will einfach die gesamte Gemüse benutzen, das geht nicht. Muss man ein bisschen dezenter mit der Sache, auf jeden Fall. Jetzt willst du Harissa machen. Genau. Ja, und warum... Das ist ein Kerzchen für dich. Ja. Was ist Harissa eigentlich? Ach, auf die Frage bist du nicht alleine gekommen. Ja, weil du... Ich habe schon... Ich frag dich einfach mal. Ja. Was ist Harissa eigentlich? Ja, Harissa, ich glaube schon, das ist etwas... eine scharfe Paste, so denke ich mir. Ja. Ja. Und das halt für die Leute, die mögen halt mit etwas scharf zu essen. Ja. Da kann man einfach wie beim Chinesen auch, ja, da steht immer diese... wie diese, Sambal Oleg. Ja, genau. Ja. Ah. Dass man benutzt einfach, wenn man diesen Topf isst. Ja. Und das für seinen Geschmack ist es nicht so scharf genug. Da kann man ein bisschen Harissa auf dem Reis und die Soße, Joghurtsoße. Okay. So. Und da kann man scharf essen. Und dazu braucht man natürlich Chilis. Kann man ruhig einige nehmen, zum Beispiel mal hier rein. Das ist trocken, ne? Die sind getrocknet. Und richtig scharf, oder? Ich habe sie nicht probiert, aber ich denke mal, kann man auch hier die nehmen. Die sind scharf, die sind ja von dir. Ja, auf jeden Fall, die sind scharf. Ne? Okay, können wir machen mal einfach. Die kann man jetzt natürlich, weil sie trocken sind, ein bisschen mit heißem Wasser überschütten. Auch gut bei Erkältung, wenn du mal willst. Ja. Mach die Nase frei. Oh, das ist echt richtig scharf. Wow. Die Sache beim Harissa ist ja, man braucht Gewürze. Und dazu brauche ich auch mal ganz kurz einen Esslöffel. Ich brauche jetzt Kümmel. Mhm. Ungefähr 2 Esslöffel. Kümmel? Ja, oder 1,5 ist auch okay. Ja. Und die mache ich mal so ein bisschen klein, muss ja ganz grob nur. Richtig fein, ne? Ja, muss, es wird ja noch mal püriert. Weil es ja keinen richtigen Mörser gibt, sonst normal macht man das mit Mörser. Ja. Also hier Kümmel. Ja. Dann Koriandersaat, genauso viel, also 1,5 Esslöffel. 1, 2, egal. So. Aber wenn du was machen willst, kannst du mal 2, 3. Das ist echt, viele Knoblauch. Leute, David, immer, sie mögen nicht immer die Knoblauch zu schälen. Ja, aber es gibt einen Trick, also für meine Mutter habe ich gelernt. Da nimmt man diese breite Seite,
Presst man das gegen irgendwie Tisch oder irgendwas, was hart ist, okay, und drückt man drauf und dann siehst du, die Schale geht von alleine weg. Weißt ja, du? Geil. Ist cool. Es nicht gut? Das ist voll gut. Ja, genau. So. Ja. Okay. Kreuzkümmel, genau. Also das Mischungsverhältnis, was ist in die Kamera, liebes Publikum, das Mischungsverhältnis zwischen Koriander, Kümmel und Kreuzkümmel ist 2 Kümmel, 2 Koriander, 1 Verhältnis Kreuzkümmel. Dann können wir hier noch Pfeffer, deshalb Pfeffer, ne? Können wir auch mal viel Pfeffer, einen halben Teelöffel. Ja, komm. Viel hilft viel. Einfach klein machen. Genau, einfach dazu. Salz haben wir auch. Ein Scheffel Salz. Jetzt müssen wir das abseihen und zwar mit einem Sieb. Ja. Da komme ich schon mal hier rum. Ah, Sieb ist alle. Da kann man auch hier diesen Dinger nehmen. So drauf machen. Einfach. Das Wasser, das musst du wegmachen. Ja, ja, das brauche ich nicht. Zwar, man könnte es ja noch aufbewahren, wenn man irgendwie scharf kochen will, aber. So. Scheiße. Machen wir drauf. So, jetzt kann man noch, das gehört eigentlich auch nicht wirklich dazu, man kann es machen. Bisschen, aber vor Aroma sozusagen. Genau, ein bisschen Minze. Frische. Frische Minze ist immer gut. Und Olivenöl. Aha. Ach, das steht da ja auch schon. Prima. Ja. Kannst du echt Knoblauch. Soll ich reingießen? Genau. Knoblauch? 1, 2, 3, machen wir noch klein. So. Muss man nicht malen oder so? Nee, das wird jetzt püriert einfach. Ah, ja, so. Mach mal rein, kannst du echt viel reinmachen. Ich glaube, du musst eh nachlernen. Ich mix das jetzt mal. Mixst du? Genau, und du kannst es ja dann nachlernen einfach. Was ist denn dieser komische Mixer? Mhm. Haben wir hier überhaupt Strom? Ja. Ums Eck. Ja. Kleiner Gruß an Helge Schneider. So. Ja, es funktioniert. Also einfach hier Fett rein. Jetzt das Feuer ist ganz leise. Glaube schon. Ich glaube schon, muss man probieren. Der Reis ist durch. Mhm. Sehr gut. Schön durch. Und hier. Perfekt. Durch. Jetzt Feuer kann man total umstellen. Total ausmachen. Und jetzt lässt man das ein bisschen. Nichts vergeudet werden davon. David, aber kann man Tomatenpaste benutzen, um die Schärfe zu minimieren? Und, ja, dann ist es wie eine richtige Paste, oder? Ja, kann man. Man kann auch eine Paprika im Backofen eine Dreiviertelstunde warm machen und die Haut abziehen und es drunter mixen. Ja. Das können die Ungarn zum Beispiel sehr gut machen. Jetzt ist es okay. Im Gegensatz zum Rest. Ist es okay, oder? Es geht schon. Stimmt. David, ja. Reiß es durch jetzt. Also, boah, das war echt scharf, und da kann man den Deckel wegnehmen, damit die ganze Flüssigkeit rausdämpft. Weißt du? Okay. Ja, jetzt ist es durch. Riech mal. So. Es riecht, ne? Riecht durch, ja. Nach Pseudofleisch, was du benutzt hier. Ja? Ist ja Eiweiß. Ah, oh, nee. Das ist nicht mein Ding, ehrlich. Okay.
Jetzt, ohne Antibiotika. David. Im Gegensatz zu hier. Ja. Jetzt machen wir jetzt die Soße, Salat. Genau. Und Joghurtsoße. Soll ich dir mal einen Joghurt vorbeibringen? Hör mal. Okay. Aber brauchen wir einen Schüssel für Joghurtsoße? Jetzt brauchen wir ein bisschen Knoblauch. Haben wir Knoblauchpresse oder irgendwas zum Verfeinern? Ja, so zum Beispiel. Ah, okay. Also du reibst die dann einfach so was rein? Ja. Das ist höchst interessant. Ich glaube, das machen Mitteleuropäer auch nicht so gern. Was? Also mit der Hand und so. Ja, aber mein Gott. Hand ist die beste Hand. Werkzeug, was überhaupt geht. Tautologe. Solange hat so saubere Hände, mein Gott. Ja. Um mal wieder bei dem Thema werden, was brauchst du denn? Das ist okay. Hier gibt's noch. Das reicht vollkommen. Nee, was? Reicht. Echt, das reicht? Reicht, damit es nicht so stark. Okay. Und dann brauchen wir ein bisschen Gurke. Nee, eine Gurke haben wir gewaschen, alles natürlich. Ja? Klar, ist alles gewaschen. Ja. Du machst den mit Schale rein? Ich mache mit Schale, aber okay. Manche Leute, wenn sie nicht mögen, alte Schale, kann man schälen, kein Problem. Und sehr wichtig, dass man sehr fein schneidet. Was ist denn das für eine Gurke? Das ist Biogurke, glaube ich. Aha. Von der Schale her. Sieht. Von der Schale her? Ja, sieht. Ja, sieht aber laut Karte aus wie eine Landgurke. Was ist denn eine Landgurke? Das weiß ich nicht. Bist du eine Landgurke? Nein. Wo kommst du her überhaupt? Das ist eine Stadt, ne? Wo du herkommst. Aber das ist ja echt krass, was du da machst. Sehr fein. Reicht vollkommen jetzt. Kannst du das essen? Ja, das ist genau mein Anliegen. Jetzt brauchen wir ein bisschen Olivenöl. Und wenn wir ein bisschen Zitrone haben. Schmeckt ein bisschen nach Ballungsraum eher, aber. Ja. Pass mal auf. Reicht. Mischen wir zusammen. Salz? Salz, je nachdem. Ich bin vorsichtig immer mit Salz, dass es nicht so salzig wird. Ein bisschen können wir drauf. Ein bisschen, ganz, ganz wenig. Reicht vollkommen. Und Zwiebel kommt keine rein? Nein, das ist okay. Knoblauch ist drin. Gut. Okay. Pfeffer? Probieren wir. Auch nicht. So. Ist okay oder fehlt Salz? Salz. Viel Salz? Ja. Ja. Immer probieren, ne? Immer muss man immer einfach benutzen, nicht so viel, ja? Muss man ein bisschen wenig machen und dann probieren, ne? Bis es richtig gut schmeckt. Perfekt. So. Jetzt machen wir die gemischte Salat. Okay? Ey, übrigens, ja. Kann man auch diese Kopfsalat auch hier benutzen, ist erfrischend. Ja. Immer schmeckt erfrischend immer. Wie hier benutzen? Kann man hier ganz klein, kann man auch benutzen. Kann man ganz klein machen. Und am besten, gibst du mir ein Schneidbrett bitte? Das sieht besser aus, weil so mit dem Grundzeug immer optisch viel besser. Kannst du mir ein paar Blätter geben? Kannst du diese. Oder Petersilie, wie wäre es mit Petersilie? Ja, genau. Kann man auch Grundzeug immer. Sehen, sie geben einfach immer Gefühl von Appetit, sie wirken appetitlicher und schmecken besser. Schneiden ist sehr wichtig, wenn man schneidet, nimmt man zum Beispiel so eine Menge zusammen, drücken und dann nachher muss man mit seinem Finger aufpassen, wenn es sehr scharfes Messer, dann muss man seine Finger nach innen und weißt du, und diese Winkel hier von denen, dann immer schieben die Messer nach vorne, weißt du, dann schneidest du ganz fein und dann schneidest du nie deinen Finger, weißt du? Schau mal, dann mein Finger immer nach innen. Okay. Und wenn man jetzt keine Finger hätte, was macht man dann? Da kann man mit seinem Kopf machen. Aber. Okay. Ich leg's
das mal dahin. Moment mal. Setz es mal da rein. Ja. So. So, schön drüber. Ja. Und jetzt genauso mit Petersilie kann man so machen. Bisschen. Hm. Auch nach innen, immer nach innen. Also, und schneidest du weiter, weiter, weiter. Okay, jetzt ist fertig. Das ist Joghurtsoße, okay. Da kann man essen. Unübersehbar. Ja, und dann jetzt machen wir den gemischten Salat. Na? Gib mir die Schüssel, gib mir Petersilie bitte noch mehr. Petersilie. Mhm. Pass mal auf. Jetzt das schneiden wir das weg. Diese. Und dann nimmst du zusammen, auch wie ein Bündel. Ja. Und dann schneidest du. Siehst du, es ist fein. Und Hauptsache dein Finger nach innen. Ich guck mal nach Topf. Gemischter Salat bedeutet, das heißt, verschiedene Tomaten, Gurken, verschiedene Gemüse, was man hat. Eigentlich kann man benutzen. Aber grundsätzlich Tomaten, Gurken, Zwiebeln, grundsätzlich müssen da sein. Okay. Also, aber kann manche Leute benutzen zum Beispiel Karotten, kann man auch. Manche benutzen Zucchini auch, kann man auch. Also ein Rocco-Salat. Ja, genau. Ja, okay. Du machst da echt viel Petersilie rein. Ja. Und ja. Noch mehr, oder? Und da brauche ich Minze. Minze haben wir auch hier, ne? Man das war. Minze. Ah, siehst du? Hat starke Aroma, die Minze. Siehst du? Jo. Aber muss man nicht übertreiben, viel. Ne? Petersilie muss viel mehr. Aber Minze muss wenig wie möglich, weil sonst schmeckt stark nach Minze und das ist nicht gut. Okay, jetzt nehmen wir die Tomaten. Muss man, damit man ganz gut als benutzen bei diesem Essen, muss alles fein, weil wenn es grob, weil so dann und du mischst das mit Reis, weil so dann mischt sich nicht gut, weil so deswegen muss ein bisschen fein, damit man richtig kann man mit Reis gut essen kann. Zusammen. Okay. Also. Also fein wie möglich. Ja. Yes. Und halt die Menge muss man einfach schauen, wie viel Leute essen. Ich meine, da kann man auch den Topf, diese Schüssel voll oder kann man auch die Hälfte. Aber Salat ist immer brauchbar, weil kann man essen einfach. Das ist kein Problem. David, ja. Ich benutze auch ein bisschen Paprika. Hm? Da kann man die Paprika benutzen, einfach in gemischten Salat. Falls man verschiedene Sorten von Paprika, gelb, grün, da gibt es immer halt, je mehr Farben, desto appetitlicher wirkt. Weißt du? Und okay. Hauptsache in diesem gemischten Salat ist am besten immer mehr Tomate. Weißt du? Weil die Tomate gibt es Flüssigkeit. Ah, okay. Und dann halt mit Reis, weißt du, du brauchst diese Flüssigkeit. Weißt du? Sogar bei den arabischen Ländern, komischerweise, sie benutzen, sie zermahlen, wie sagt man? Mit Mörser. Mit Mörser. Zerstampfen. Zerstampfen, weißt du, damit es flüssiger wirkt. Und was dann nimmt die man mit Löffel. Nein, es ist gemischter Salat halt im Restaurant, halt, die machen das nicht so fein, weil, damit es, weil die Salat nach Viertelstunde oder halbe Stunde verliert von ihr, dann verliert viele Flüssigkeit, weißt du? Deswegen grob verliert schlichter, zum Beispiel, wenn es fein, dann verliert die Flüssigkeit schnell. Mhm. Zwiebel? Nein, das ist jetzt, habe ich jetzt mehr Tomate und Zwiebel, ja, das ist so groß, ein bisschen kleine Zwiebel, muss nicht extrem viel und muss alles fein geschnitten. Noch eine Gurke auch dann? Ja, Gurke natürlich, du kannst einfach schälen, wenn du magst. Okay. So wie, ne? Und ganz fein. Und hier durch auch, damit es sehr fein. Übrigens, David, ja. Für die Leute, die immer Ängste haben für Knoblauch, ja. Weil wir benutzen viel Knoblauch beim Essen. Erzähl.
Was kann man da machen dagegen? Also hinterher dann? Genau, ich zum Beispiel bei uns in arabischen Ländern, man weiß schon, dass das zum Beispiel Schwarztee. Ja. Das trinkt man Schwarztee danach. Ehrlich gesagt, ich habe oft probiert, ich habe unglaublich viel Knoblauch gegessen, ich habe nachher Schwarztee getrunken. Ja. Und da bin ich rausgegangen und keiner hat gejammert oder gesagt, dass echt? Echt, ohne Witz. Es ist so Schwarztee, den man vom Türken kennt, so der so ja, lang ist. Ja, die gleiche, aber wir benutzen ja auch mit Schwarztee ein bisschen Minze. Aha. Für Aroma. Oder wie heißt das? Oh Mann, ich habe vergessen den Namen. Gewürz. Nein, es ist eine Pflanze auch, wie, wie sagt man? Ich habe von Apotheke vor kurzem gekriegt. Salbei? Salbei, genau, Salbei. Entweder benutzt man ein paar Blätter Salbei, aber muss man nicht kochen. Am Ende, wenn die Schwarztee gekocht, legt man ein paar Blätter Salbei oder ein paar Blätter frische Minze. Ah, okay. Und dann legt man, und dann lässt man das 5 Minuten oder 3 Minuten, dann die ganze Aroma von... geht im Schwarztee. Das, so trinken wir eigentlich Schwarztee. Und dann alles. Und jetzt haben wir alles. Haben wir eigentlich Gurke. Hm? Gurken. Okay, und die können wir rausmachen. Ja, genau. Das ist Paprika. Tomate viel mehr immer. Hm? Am meisten willst du noch eine Tomate reinmachen? Noch eine vielleicht, noch ja. Mehr. Das ist gut, weil Tomaten... spenden viele Flüssigkeit. Und das wird dann auch gemischt hier immer per Hand. Ja. Okay, jetzt kannst du mischen, David. Jetzt brauchen wir ein bisschen, natürlich wie immer halt, beim Salat. Olivenöl. Ja. Okay, Augenblick. Ein bisschen halt, nach Gefühl. Und Zitrone. Hammer, Zitrone. Da ist eine. Rest, Mund mal. Natürlich. Kann man so machen, weißt du? Zum Beispiel, damit diese Kerne nicht ja. Runterfallen, kannst du es nach oben machen, sei so. Dann die Flüssigkeit fließt und dann, wenn irgendwas rauskommt, dann kannst du rausnehmen. Falls du keine Presse hast oder irgendwas. Jetzt brauchen wir Salz. Salz bewegen. Salz, ja. Ja. Ein Scheffel. Nein, ich weiß das nicht. Ein bisschen, gib mir mit meinem Hand. Sagen. Immer nehme ich mit Spitze von meinem Hand und probiere ich mal, ein bisschen darauf zu schmieren. Probier mal und dann nachher probieren wir besser. Also gib mir einen Löffel. Wo ist ein Löffel? So einen großen vielleicht. Oh nee, das ist... Sowas? Alter, das ist fast geschnitten. Okay, sowas? Oh Mann, jetzt komm. Hey, noch normalen Salat eigentlich rein? Probieren wir mal. Hm. Zitrone ist gut. Oh Mann. Braucht man Zitrone, gar keinen. Da braucht man Salz ein bisschen, ne? Mehr. Nimmt man ein bisschen Salz. Da braucht man fast gar keinen Dip mehr. Hier auch noch rein? Okay. Oh Gott. David, langsam. Wir haben keine Schneidbrette, richtige. Aber muss alles fein, weißt du, da kannst du nicht machen, grobe Sachen drin. Okay. Siehst du, das sieht ganz gut aus. Ich hab noch. Ist genug. Das ist nicht so viel. Okay, und jetzt mischen alles zusammen. Finito. Jetzt sieht gut aus. Ein bisschen. Genial, so wie ich mir vorgestellt habe. Mal. Voll gut. Voll im Mund und wieder im Teller, oder was jetzt? Ein bisschen zu viel Salz, aber... Ja, jetzt viel Salz. Nee, es geht. Ist genau richtig. Ja, okay. Weil man jetzt, Probleme wir sind eigentlich bereit. Ja. Und jetzt Salat ist fertig, Joghurt ist fertig. Was machen eigentlich unsere Töpfe dahin? Ist fertig. Und jetzt wir müssen die Töpfe umdrehen. Zusammen umkippen. Also da brauchen wir Tablett. Ich habe schon ein Tablett. Ja gut. Cheers. Cheers. Was heißt eigentlich Cheers auf Arabisch? Saha. Was heißt das? Saha. Gesundheit. Also, das heißt dann, also sowas sagt man, ja. Was sagt ihr dann, wenn man niest? Wenn man niest, auch Saha. Echt ohne Witz.
Ja, jetzt. Wir sind fertig. Ja? Stimmt. Ich glaube schon, ich habe getestet, der Reis ist okay durch, alles okay. Salat ist fertig, jetzt können wir Alter loslegen. Wir müssen essen. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Okay. Welche Topf steht wie ein Kuchen? Das ist. Nee, Moment mal, oder nehmen wir durch? Wir nehmen, machen wir mal da vorne. Okay. Mal hier. Leg mal hier auf die Seite, weil wir brauchen diesen Platz für die Platte. Ja? Gib mir die Platte dir. Okay. Große Platte, kleine Platte? Jetzt. Okay. Moment mal, oder fangen wir mit dieser, die große? Also, das muss jetzt stehen bleiben, quasi wie ein Wackelpudding. Muss stehen bleiben. Wenn es nicht steht, dann heißt nicht, dass es nicht gut schmeckt. Sondern dass es nicht stehen geblieben ist. Abgescheitert von der Schönheit und Ästhetik. lass es, nein. Wir machen zusammen. Okay. Auf nimm, drei. Nimm diese. Nein, hilf mir. Ach so, du willst das zusammen machen. Eine. Moment. Wo ist denn das? Okay. Ja, und leg dann Hand da unten. Ja, und auf diese Seite. Ja? Okay. Und eins, zwei, drei, los. Und jetzt brauchen wir einen Löffel. Kannst du mir einen Löffel geben? Moment, ich mach mal hier das noch. Das kann ich aber alleine. Moment, ja. Kannst du alleine machen? Oder nee. lieber zusammen? Okay, zusammen. Okay. Und jetzt brauchen wir einen Löffel. Moment mal. Moment. Und dann muss man drauf klopfen. Okay, jetzt die Stunde der Wahrheit. Eins, zwei, drei, los. Welche steht? Tada. Auf. Oh nein! Da ist ja noch was drin. Aber es ist gut. Oh. Immerhin steht. Beide stehen ganz gut. Er meint, es steht sehr gut, dann steht er. Suboptimal. Ja. Jetzt. Naja, aber es kann jedem mal passieren. Ja, das ist bei dir. Es ist übrig geblieben in dem Topf unten. Und das hat damit zu tun, ich glaube schon, das war vielleicht wenig Fett unten. Ich mach's einfach drauf. Ja, genau. Oh, jetzt geht's ja auch bergab. Jawohl. Und jetzt gibst du mir bitte. Moment, bitte. Aber gut riechen tut's, da kann man echt nichts sagen. Ja. Riecht gut, oder? Jawohl. Gut. Mehr? Und legen wir mal hier. Jetzt ist die Frage: Die Leute im Orient, die Leute sitzen. Drumrum und dann jeder isst von seiner Seite, weißt du? Weil es geht darum, dass die Leute in einem Blatt, dass sie essen zusammen. Die Gemeinsamkeit. Ja. Aber hier, wenn die Leute das nicht mögen, zum Beispiel, da kann jeder zum Beispiel mit einem Löffel. Also man isst dann auch quasi nicht, also man holt sich da nicht auf den eigenen Teller, sondern man isst da echt. Genau, zusammen. Ja. Jeder nimmt halt Salat. Was mag der? Salat oder Joghurtsoße? Und dann legt man hier, mischt das mit Reis und dann isst man. Ja? Oder jeder nimmt in seinem Teller, was er mag. Nur halt, ja? Das Problem ist, wenn du in deinem Teller machst, dann muss man alles zusammen halt, das bricht auseinander, weißt du? Aber wenn man isst von jeder Seite, da bleibt halt diese Stück Kuchen in der Mitte, weißt du? Und dann hat man immer den Genuss bis zum Ende. Das ist immer ein Kuchen, wie ein Kuchenstock steht. Da isst man von seiner Seite. In einfachen Sätzen wiederholen. Um was geht es jetzt eigentlich? Gibt es keine große Töpfel? Ja, super, das ist gut. Ja. Noch einen kleinen vielleicht für Sarissa. Brauchst du noch einen? Nein, das ist gut so. Und dann so, wenn man jeder von nimmt aber irgendwas von seinem Teller, ist es wichtig, dass man so nicht von so ein bisschen von der Seite, sondern man geht tief, also damit man ein bisschen mehr von verschiedenen Schichten von Gemüse und Fleisch mitnimmt. Das so, und jetzt ja, Salat noch drauf. Und dann, ja, wenn du magst, halt jetzt, was du magst, halt, kannst du mal ein bisschen Joghurt mitnimmt, ein bisschen im Teller. Okay. Nimmst du ein bisschen Joghurt? Ach, das, ja. Harissa muss man auch noch. Dann nehme ich ein bisschen. Ja, Harissa, wenn jemand mag, halt was Scharfes. Ne? Ja, ich will was Scharfes da oben. Oh Mann, ey, du isst echt richtig scharf an mir. Yeah. Ja. Ich nehme mal ein bisschen.
Okay. Stellen wir dazu. Und jetzt hinsitzen, setzen. Sitzen und dann. Lass uns schmecken. Guten Appetit, alle. Ah, Mann, ey. Nix, weil er wird nichts verschütt. Ja, es dauert ein bisschen, ne? Fast zwei Stunden, ne? Ja. Ja, aber das, dafür kann, hat man ganz gutes Essen, ne? Wie schmeckt bei dir? Oh, das ist scharf. Gut, ich hätte noch ein bisschen mehr Salz reingemacht. Ja? Mhm. Probieren. Wohl. Im Nachhinein doch nicht. So der Salz ist okay. Ist nur ungleich verteilt. Ja. Schmeckt echt gut. Ja, probier mal bei mir. Mhm. Ich muss noch dieses Zeug rausfischen. du magst kein Fleisch, ja? Aber ausnahmsweise mal. Schmeckt. Hätte ich aber auch mehr Salz reingemacht. Ja. Du machst nicht so viel Salz, ne? Ja, ich mag nicht so viel Salz, weil... Aber dann kann man umso mehr Harissa nehmen. Ja, aber weißt du was? Für mich, da sieht man, dass der Reis, der Geschmack vom Reis ist so gemischt mit verschiedenen Gemüse, dass diese Aroma von verschiedenen Gemüse und Fleisch ist drin, ne? Mhm. Und das ist die geilste Sache. Es schmeckt nicht mehr nach nur pur Reis, sondern mit verschiedenen Aroma gemischt. Also der Reis ist ziemlich gut. Ja, schmeckt gut. Vor allem der hier. Ja. Nein, meine ist besser. Wirklich, mit dem Fleisch ist schon Fleisch, gibt es viel, viel, viel Geschmack vor dem Reis. Aber natürlich vor einer, vor die, wie du einfach, kann man vergessen. Ich wünsche dir guten Appetit, Alter. So. Prost. Prost. Sahara. Sahara. Sahara.